Position mal Kamera. Na, das ist schon wieder spitzenmäßig. Schön. So, jetzt brauchen wir hier nur ein Signal. Und zwar, wenn der zu, wenn hier einer drin ist im Bahnhof, dass der nicht reinhämmert, oder, beziehungsweise dass er bis dahin fährt. Und hier brauchen wir eins, wenn ich einen Zug ins Depot schicke, dass der dann wartet. Hier noch eins hinzusetzen, wäre ein bisschen doof. Hier eins hinsetzen ist auch doof. Da ist eins vor der Weiche, das reicht. Da brauche ich hier keins, weil ich jetzt hier auch noch eins hinmache. Nee, spät. Bin dann hier, weil dann kann der Zug von da unten hier direkt durchfahren. Genau, dann machen wir hier wieder Einbahn. Das hätte ich gern in Einbahnverkehr. Genau. Ja, wunderbar, dann steht die Linie eigentlich. Ich glaube nur, dass die Züge viel zu lange brauchen, dass sich das wieder überhaupt nicht rentiert. Also, wir machen auf jeden Fall mit unserem Gütersack ordentlich Gewinn. Oh yeah! Oh yes, wir sind 1900. Jetzt haben wir wahrscheinlich eine neue Bahn bekommen. Ah ne. Nur neue Waggons und ein LKW. So, 4 Minuten. Hier mache ich vielleicht nur einen dritten Zug dann hin. Wenn die Leute von hier oben, von Erntebrück, eventuell nach Ahlefeld wollen, dass sie da schneller umsteigen können. So, was ich jetzt hier mache auf jeden Fall. So, Fahrzeugersatz, Fahrzeug wählen. Zehn Passagiere, wie geht das denn? Okay, weil die fahren nämlich dann schon deutlich schneller hier. Darf die dann austauschen? Fahrzeugersatz. Der kann ja auch alles transportieren: Getreide, Farben, Plastikbretter. Jawohl, das passt. Jawohl, ich habe jetzt hier 125% eingestellt. Das heißt, die Kutsche hält, glaube ich, 30 Jahre. Und dann noch ein Viertel drüber. Das passt dann auch vom von den Kosten her. Und das mit dieser automatischen mit dem automatischen Fahrzeugersatz finde ich ganz gut. Muss halt nur immer gucken, dass man es aktuell hält. Das
Wenn wir jetzt Kutschen gegen Kutschen tauschen, weil das wäre Quatsch. Wie alt sind die denn hier? Okay, die sind noch relativ neu. Ja, ist 4 Jahre. Vielleicht tauschen sie auch direkt. Okay, 18 Jahre. Achso, okay, das sind ein paar neue und ein paar alte Vier. Ja, das lassen wir mal so laufen. Die können wir dann immer noch tauschen. Hier habe ich es auch so gemacht mit dieser automatischen Tauscherei. Das sieht man jetzt schon. Das ist die Stadtbahnhalle. Habe ich genommen, ich hatte ja die da. Und die wird jetzt hier umgetauscht mit die Stadtbahnhalle. Weil die fährt natürlich schneller und kann deutlich mehr Passagiere mitnehmen. Das hat auch mehr direkt kürzere Zeiten. So, jetzt machen wir natürlich einen Zug. Und so. Öffnen sich die Fenster immer da drüben? So was. So, Züge kaufen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so. Also, ich werde auf jeden Fall die hier nehmen. Wenn die schneller fährt. Und ich auf dem langen Stück. Ich glaube, ganz wichtig, dass ich halt schnell hin und her komme. Also auf jeden Fall mal die. Jetzt bin ich etwas unschlüssig. Wow, Ladegeschwindigkeit 4-mal. Okay, jetzt so. Ich glaube, nehme ich den. Und die 3 Passagiere. Ich würde mal 5 nehmen, das sind 55 Passagiere. Wahrscheinlich ist das eh viel zu viel. Reichen schier. Leute. Ich glaube, das reicht. Wenn wir merken, der ist ständig voll, dann würde ich einfach, dann kann man ja einfach nochmal ins Depot schicken und dann mal ein Dings dranhängen oder einen dritten Zug einsetzen. Wie viel habe ich denn hier? Oh, 4. Okay, Dash. Okay, Dash. Aufgerüstet. Dash. Wollte ich gerade von oben nach da. Kommt gerade unten an. Okay. Ne, dann nehmen wir mal 5. So, können wir das nicht machen. Dann können wir den klonen und dann können wir für ein Quatsch.
Was ist denn das für ein Quatsch? Irgendwo ein Fehler im System. Und zwar will der das über die Straße machen. Warum? Habe ich gerade gefragt. Zug kommt von hier unten, fährt hier rüber, fährt hier rein. Das ist nicht die Straße. Hier ist schon so, das ist auch nicht. Fährt hier rein. Man kann hier rausfahren. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist mir aber auffällig. Können wir mal noch ein Signal hin? Obwohl, das ist eigentlich Quatsch. Dann machen wir das ja weg. Dann ist das hoch weg. Und machen das hier ein Stück weiter vor. Machen das dahin. Machen das weg. Klicken hier auf die. So. Dann machen wir hier nochmal Entfernungshaltestelle hinzufügen. Dann machen wir halt das hier als 1. Ach so, jetzt kann es natürlich sein, dass über die Straße. Weg kürzer. Okay, das ist natürlich der direktere Weg. Aber der Zug kann ja da. Zug kann ja nur auf der Schiene fahren. Jetzt machen wir das einfach mal. Okay, 8 Minuten. Raum auf jeden Fall. Heißt, hat. 8 Minuten ist deutlich zu lang. Schmeißen. Und zwar ist die hier Fahrzeugersatz nach 125. Ja, genau. Gut, alles richtig eingestellt. So, Trams kaufen, wie groß ist der Ring? 4,6. Das ist dann der Balkan. So. Was sind wir hier? 59 Sekunden, okay, das ist okay. 4 Minuten ist auch okay. Ist gut, ist eine gute Zeit. Für den Zug.